Das ist einerseits, es muss also darauf ausgerichtet sein, auf schwerwiegende Straftaten. Hier sind einige terroristische exemplarisch aufgezählt. Das sind Entführungen, das sind also Großkapitalverbrechen, das sind Verbrechen, in dem Menschenhandel betrieben wird, in dem Atom geschmuggelt wird. Es muss eine gewisse Intensität der Organisation vorliegen, unternehmensähnlich, um eine Bereicherung zu erwirken. Das kann aber auch darauf ausgerichtet sein, eine solche kriminelle Organisation, um Druck auf Politik und Wirtschaft zu machen. Es wird in der strafrechtlichen Diskussion unterschieden zwischen einem sogenannten Feindstrafrecht und einem Bürgerstrafrecht. Und beim Bürgerstrafrecht, da geht man davon aus, dass eben Bürgerinnen und Bürger eben eher so in Einzelfällen mal straffällig werden, im Grundsatz aber integriert sind in die Gesellschaft. Ganz anders eben dieses Feindstrafrecht. Das Ziel der Strafe in diesen Fällen ist es, Menschen ausfindig zu machen, von denen man annimmt, dass sie von vornherein aufgrund ihrer feindlichen Einstellung zum Staat nicht bereit sind, sich integrieren zu lassen und integriert zu werden. Und das ist letztlich auch der Grund, warum wir diese Vorschriften als Feindstrafrecht bezeichnen, weil sie eben in diesem Umfange man nicht nachweisen muss, dass jemand eine Tat begangen hat, sondern dass der Schlüssel des Nachweises die Gesinnung ist. Also vom Täter kommt man zur Tat. Ich war jetzt 104 Tage im Knast und jetzt endlich kann ich wieder das tun, was ich immer getan habe. Ich kann demonstrieren gehen und ich habe sogar hier die Chance, direkt gegen die, die mich eingesperrt haben, zu demonstrieren. Das ÖVP-Innenministerium unter Minister Platter war Ausgangspunkt des größten Justizskandals der Zweiten Republik. 10 Tierschützer wurden im Mai für 105 Tage ohne jeglichen Hinweis auf eine konkrete Straftat weggesperrt. Auf Geheiß von einigen Wirtschaftsfreunden wurde dieser unfassbare Repressionsskandal gegen Tierschutz in Österreich vom ÖVP-Innenministerium unter Minister Platter inszeniert. Wir fordern die ÖVP auf, nie wieder mit Antiterrorparagrafen auf Tierschützer oder Umweltschützer loszugehen.